Willkommen zurück zu Yokai Watch 2, kräftige Seelen. Lange ist es her, dass ich es zuletzt aufgenommen habe und ja, wir wollen weitermachen. Haben im letzten Part, glaube ich, noch Zungus bekommen und ja, die Gamescom war jetzt dazwischen, aber da jetzt nicht so, zumindest im ersten Teil, hatte ich jetzt nicht so wenig Spaß, deswegen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Vlog überhaupt hochladen werde, denn wenn ich noch ein ehrliches Statement noch zum Ende abgeben würde, dann würde da vielleicht nicht so ein guter Vibe kommen und da will ich euch aber nicht so die Laune vermaseln. Falls ihr gerade einfach gut drauf seid, daher lasse ich das lieber. Der Krapfen ist in den Schuppen geflogen. Da muss ein Yokai am Werk sein, Basti, sei vorsichtig. Dann müssen wir ihn finden. Okay. Ich habe gewartet. Hey, wer ist da? 60 Jahre lang habe ich gewartet. Auf diesen Moment, wenn jemand kommt und die Yokai Watch trägt. Jemand, der die Yokai Watch trägt? Meint er damit mich? Wen interessiert's? Gib mir meinen Krapfen zurück. Jetzt! Nyan? Jibanyan, bist du in Ordnung? Ach, ich glaube schon. Ist ja komisch. Ich bin mit etwas zusammengestoßen. Hast die Zeit, die Yokai Watch zu benutzen, über die jeder redet. Okay. Das Licht tut mir gerade etwas weh in den Augen. Ich habe sonst nie Licht an. Das Ding ist ziemlich fett. Wie bist du in die Hütte reingekommen? Oh, das ist der, der alles vergrößert hat. Stimmt. Ich habe vorhin ja auch vergrößert. Ich war gerade ein bisschen lost. Was ist das? Das kitzelt. Ach du meine Güte, ich glaube es nicht. Wow, wie kann das überhaupt sein? Er ist so groß. Dieser Yokai steckt im Schuppen fest. Naja, das meiste von ihm. Ja, so ist es. Ich unterbreche nur ungern, aber könnt ihr mich rausziehen? Willst du das, wie wir das machen? Wir haben keine andere Wahl, wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen. Na dann los, 1, 2, 3. Wie auch immer das geht. Alter. Okay. Mega Nyan. Mega Nyan? Oh, danke. Hilfe, gebt mir nur einen Moment. Wir haben viel zu bereden, aber zuerst müsst ihr euch als würdig erweisen. Okay, Bossfight. Wir sind alles andere als ready, also let's go. Zumindest haben wir diesmal einen guten Heiler. So, erstmal dornige Tatzen rausholen. Warte mal, hä? Der hat nämlich meine Lebensleiste, was ist das? Die ist hier oben. Das ist gar kein Boss, hä? Normal? Ich dachte immer, der hätte eine Lebensleiste hier, oder war das nur in der Demo des Spiels? Okay. Okay. Naja. Was? Ich dachte echt, der hätte eine Lebensleiste links gehabt wie ein richtiger Boss, aber irgendwie ja nicht. Alte Glocke. Oh, ihr seid stärker, als ihr aussieht. Sieh mal hier, das ist so eine Art Luftventil. Aha, da hast du also meine Krapfen aufbewahrt, nicht wahr? Ja. Jibanyan, bist du in Ordnung? Hey, wer bist du denn, Nyan? Ich bin Hovanyan. Ich bin Hovanyan.
Geiles Design hat er schon mal. Superman Chibania. Tut mir leid, dass wir uns unter solch ungewöhnlichen Umständen treffen. Interessant, Hover, wie das englische Wort für Schweben. Ein schwebender Geist? Ja, ein Geist, der dazu bestimmt ist, auf ewig in dieser Ebene zu verweilen. Da sich die Zeit um ihn herum bewegt, ist er gezwungen, immer zu schweben. Was Torvanian derselbe wie Meganian? In der Tat, ich habe sehr lange auf jemanden mit deinem Talent gewartet. Ach so? Aber niemand kam. Ich wartete Wochen, Monate, Jahre. Es ist mir lange nicht aufgefallen, dass ich so viel Geistenergie absorbierte. Bevor ich mich versah, waren 60 Jahre vorbei und ich wurde zu Meganian. Ey, das ist aber ein schweres Los. Mein Zuhause wurde zum Gefängnis. Ich konnte nur als Geist hinaus. Ich habe nie aufgegeben und ging bis nach Lenzhausen, wo wir uns trafen. Darum hast du den Krapfen vergrößert. Alles nur, um mich hierher zu führen. Nicht ganz. Ich wollte das Ding einfach nur essen. Deshalb vergrößerst du diese Sachen, um sie zu essen? Ernsthaft, das winzige Zeug, das ihr esst, macht mich kaum satt. Okay, Hovanian, aber du hast schon. Auch nach mir gesucht, oder? Warum? Weil ich deine Hilfe brauche. Es geht um. Ich meine einen Freund von mir, mit dem du eine tiefe Verbindung hast. Ein Freund? Von wem redest du? Oh, ich habe dir viel zu erzählen. Nachdem ich noch einen Krapfen gegessen habe. Du hast immer noch Hunger? Okay. Mein Headset-Kabel ist wieder scheiße kurz. Hätte sich das Ding irgendwo verhangen. Oder ich muss das Kabel wo durchstecken, aber das kann ich jetzt nicht machen. Das ist jetzt etwas blöd gelaufen. Egal, wie auch immer. Spule 60 Jahre zurück. Was? Entschuldigt, dass ihr warten musstet, während ich gegessen habe. Oh, Vanian, erzählst du uns jetzt mehr über den Freund, der Hilfe braucht? Ja, er ist dein Großvater. Was? Mein Großvater? Richtig, Nathaniel Adams. Hey, ich weiß natürlich, dass das sein Name ist, aber woher weißt du das? Warum hast du uns das nicht früher gesagt, Nian? Aber ich kann ihm nicht helfen. Mein Großvater ist schon lange tot. Ja, genau, wir können nichts tun. Und ob, wenn ihr mitkommt, 60 Jahre in die Vergangenheit, Basti. Die Vergangenheit? Aber wie? Hiermit, das ist ein Zeitstein. Ich kann damit die Zeit so lange zurückdrehen, bis wir im richtigen Jahr sind. Wenn das euch funktioniert, können wir deinen Opa bestimmt vielleicht retten. Bist du bereit, Basti? Warte, was? Sollen wir etwa jetzt gleich aufbrechen? Na los, Zeitstein! Zeit, die Zeit zurückzuspulen! Hussasa! Boah! Ah! Okay, ich hoffe, der hat die Kontrolle darüber, wo wir landen. Das ist derselbe Ort, aber eine andere Zeit. Ja! Ah! Alle auf Whisper drauf. Wo sind wir? Wir sind in Petzlingen, vor 60 Jahren. Entschuldigt mal. Wir sind nicht wirklich 60 Jahre in der Vergangenheit, oder? Entschuldigung. Sind wir gerade ernsthaft durch die Zeit gereist? Entschuldigt mal, ich hab meinen üppig bauchige Gestalt platt gemacht. Wenn du Nathaniel triffst, wirst du mir das mit der Zeitreise glauben müssen. Es wird nicht schwer, ihn zu erkennen. Er sieht dir sehr, sehr ähnlich. Nathaniel ist wahrscheinlich zu Hause, dort sollten wir zuerst schauen. Wir ignorieren also, dass ich beinahe nahezu endgültig zerquetscht wurde. Ja, das tun wir, Whisper. Okay. Warte mal, hier gibt's safe andere Joker in der Vergangenheit. Was gibt's denn hier? Leck mich am Arsch, das ist wieder ein Freundspalter. Nee, will ich nicht.
Dann gib mir lieber noch diesen E-Rang, der hier irgendwo ist. Ach egal, wir machen jetzt erstmal mit der Story weiterkommen. Nee, Fenje, wo bist du? Ich bin's, Hovanyan. Scheint, als wäre er nicht hier. Wo kann er nur sein? Vielleicht ist er in der Geheimbasis. Geheimbasis? Ist unser Versteck im Wald nahe bei. Wir sollten dort nach ihm suchen. Geh zu Nefen jetzt Geheimbasis. Okay. Was ist mit dem los? Was ist hier los? Diese Person wurde von einem fieser Yokai beseelt. Der Yokai, was ist das? Als nächstes seid ihr an der Reihe. Ja, irgendwas ist da rausgesprungen. Hä, was ist da rausgesprungen? Meine Yokai-Watch zeigt nichts an. Kannst du es nicht sehen? Das ist eines der hässlichsten Viecher überhaupt. Es ist ein fieser Yokai, eine böse Kreatur, die normale Yokai schlecht macht. Sie beseelen Leute und zwingen sie, Böses zu tun und Chaos anzurichten. Wie entsetzlich. Naja, andere Yokai machen so ein Zeug auch, aber das ist ja wohl nochmal die Extraklasse von Böse. Ja, es kommt auf uns zu. Whisper? Er wurde beseelt, ich kann nichts für ihn tun. Was sollen wir machen? Das ist. Jetzt geht's los, Maxi! Ja! Komm raus, fieser Yokai! Jaha! In Ordnung, Maxi! Ach du Scheiße. Maximum, der unbesiegbare Held, der starke Beschützer und Freund der Welt. Ja, was? Helden haben keine Zeit zu tratschen. Maximum, Abgang. Ich höre auch eine volle Stimme aus dem Dorf. Jetzt ist es zu gefährlich. Lass uns zurück in die Geheimbasis gehen. Okay. Das alte Petzlingen. Ich hatte nicht mal mehr in Erinnerung, dass das alte Petzlingen existiert. Also, beziehungsweise, ich hatte es vergessen. An das alte Lenzhausen erinnere ich mich noch, aber hier. Was ist das überhaupt? Ich erkenn's nicht. Ist ein Felix, das brauche ich nicht. Felix trifft man gefühlt überall. Egal, wenn wir höhere Ränge haben, dann finde ich vielleicht hier auch besseres Zeug, aber gerade ist hier einfach nichts Interessantes. Okay. Das ist also Opas Geheimbasis. Hä? Oh, Vanyan, warum in aller Welt bringst du diese Leute hierher? Ich kenne diese Verkleidung, du hast mich bewusstlos geschlagen. Wir sind hier vor einem erneuten Angriff nicht sicher. Oder, Nefenje? Nefenje, da ist es etwa dieser Kerl, das ist der Großvater von Basti. Boah, Oma hatte absolut recht. Opa ist echt cool. Nee, Fanny, das hier ist dein Enkel, Basti. Enkel? Wovon redest du? Oh, Manjan, bitte sag mir, dass du nicht den Fieser-Joker-Stein benutzt hast. Doch, ich bin mit ihm 60 Jahre zurückgereist, um dir zu helfen. Er sagt, dass ich Hilfe brauche. Ich kann die Fieser-Joker allein besiegen. Aber wir sind extra aus der Zukunft gekommen, weil dein Freund, oh, Manjan. Ich habe keine Freunde. Ovanian ist nicht dein Freund, Nefenje? Nein, ist er nicht. Also, ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ich muss los. Ihr solltet besser verschwunden sein, wenn ich wiederkomme.
Opa, warte. Vor allem die Oma hat nie was davon erzählt, dass sie Yokai kennt. Also nee, Fenrir scheint ja Yokai sehen zu können. Aber irgendwie weiß sie es nicht. Weiß ich nicht, wieso der ihr es nicht sagt, aber okay. Ja, er ist weg. Er hat uns echt schnell abgeschüttelt, selbst mich mit mit meinem Butler-Turbo. Was, wirklich schnell? Wo kann er hin sein? Er sagt, er hätte etwas Wichtiges zu erledigen, aber... Vielleicht finden wir Hinweise in seiner Geheimbasis. Gute Idee. Müssen wir uns aber beeilen, weil ansonsten kommt er wieder und vielleicht nicht gerade mit der besten Laune. Huch, ist das... Oh, ein alter Superheld, ganz ähnlich wie ich selbst. Nee, Fenrir bewundert seinen Helden, den maskierten Maximum, sehr. Wow. Zwing das Böse dieser Welt mit Liebe, Mumm und Tapferkeit. Maximum, der unbesiegbare Held, der starke Beschützer und Freund der Welt. Ja, hat der Fanny nicht etwas in der Art gerufen, als er uns gerettet hat? Der Fanny liebt es, wie Maximum zu reden. Er kennt alle seine Sprüche. Was? Hängende Kalle. Ja, geil. Oh Mann, Jan, ist das eine Yokai-Watch? Allerdings, sein Notizbuch ist voller solcher Erfindungen und Skizzen. Nathaniel hat die allererste Yokai-Watch gebaut. Was? Nein, nein, nein. Steve Jobs hat die Yokai-Watch erfunden. Whisper. Jeder Yokai weiß von Steve Jobs, dem legendären Schöpfer dieser Erfindung. War derjenige, der die allererste Yokai-Watch gebaut hat, lange vorher. Da sollte ich besser sagen, derjenige, der sie bauen wird, ist Nathaniel. Der Yokai-Watch, an der Nathaniel tüftelt, kannst du die Fieser bekämpfen. Was meinst du? Ach, fuck! Text geskippt. Cool. Wenn Nathaniel nur dazu bringen könnten, sie fertigzustellen. Seine Aufzeichnungen zufolge fehlen ihm nur Teile von drei Orten. Rund um die Uhr, der Stein am Waldberg und die Lenzhausener Stahlwerke. Wenn wir diese Teile gefunden haben, kann er die Yokai-Watch fertigstellen. Na gut, sie ist so gut wie fertig. Lasst uns die fehlenden Teile suchen. Ja, vielleicht treffen wir unterwegs ja auch Opa. Alle drei Orte liegen im alten Lenzhausen. Altes Lenzhausen, ich bezweifle, dass die Bewohner dieser Zeit es so nennen. Naja, wir müssen jedenfalls zum Bahnhof in Petzingen. Los, los. Ja, perfekt, hier gab es so viel zu sehen und jetzt ist alles weg. Oder? Nee, warte, es ist nicht alles weg. Es wird nur nicht mehr angezeigt. Selbstgemachter Generator. Großer Wassertopf. Naja, hoch müssen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, noch haben wir Zeit. Ist schon wieder einer von dem Fieser befallen. Dem hier geht's aber gut. Ich dachte schon, es wäre irgendeine Plage hier gerade. Es ist eine Plage. Hier haben ein paar dieses Fieser-Zeug um sich rum. Schau dir das an, es ist so dunkel und angsteinflößend da unten, oder? Ja, warum schaust du da nicht genauer hin? Gehst näher ran. Ich will mich einfach reinschubsen, er hat den Schaden. Ich hatte mir irgendwie geilere Yokai erhofft in der Vergangenheit. Bei dem sehe ich nicht, ob er befallen ist. Sieht aber ehrlich gesagt normal aus. Ja, normal. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Okay. Das ist wohl nicht so geil, von drei Leuten der eine zu sein, der nett ist. Grüne Münze, yay. Ach, Alter, wenn ich mein scheiß Kabel mal richtig bekomme, dann ganz ehrlich, ich werde auch meine Kamera wieder so umstellen, weil die scheint ja gerade bis unten zu sein. Was ist hier los? Warum sind alle so müde, langsam und ausgelockt? Ja, ich dachte nicht, dass wir so weit laufen müssen. Scheint, als gibt es in dieser Zeit keinen Bus zum Bahnhof. Aber dann hättest du nicht den Zeitstern benutzen können, um zu helfen?
Nee, der Zeitstein ist für Zeitreisen und nicht um vor die Jokel zu transportieren. Ich habe auch keinen mehr. Meinen letzten habe ich für eure Reise benutzt. Was heißt das, dass wir in Opas Zeit festsitzen? Keine Panik, du steckst nicht in dieser Zeit fest, Basti. Ich kenne genau den Joker, der uns helfen kann. Ah, genau, als ob es zufällig einen Joker gibt, der diese Sci-Fi-Kraft hat. Und ob es den gibt. Wenn ich mich recht erinnere, dann hängt er gerne hier herum. Kannst du mir mit deiner Joker-Watch helfen, ihn zu finden, Basti? Ja. Yeah. Ah, hier ist tatsächlich was. Ah. Das ist ein Spiegel, der sich nicht öffnet. Entschuldigung, was kann ich für euch tun? Wer braucht eine Umarmung? Es ist lange her, Temporterix. Hovanyan, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Was hast du so getrieben? Ist der ein Freund von dir, Hovanyan? Oh, hallo, Junge. Du siehst ja genauso aus wie Nefenje. Er ist Nefenjets Enkel und er braucht deine Hilfe, um durch die Zeit zu reisen. Enkel, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich helfe dir gerne, mein neuer Freund. Oh. Temporterix. Ach du Scheiße, das Ding redet ja echt so. Neuer Eintrag. Und sogar ein Siegel für irgendeinen legendären Kumasura oder so, keine Ahnung. Im Ernst, Freund? Einfach so? Er ist wohlwollend, er schließt jeden in die Arme, der es nötig hat. Hier war eher um Zeitreisen als um unser Bedürfnis nach Umarmungen. Trotzdem werde ich nicht gerne ein Freund der Zeitreisen ermöglicht. Mit Herrn Portalix wechselst du zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Manches lässt sich nur durch Zeitreisen entdecken, neue Abenteuer warten. Nutze Temporterix Macht, um die Welt in beiden Zeiten zu erforschen. Nutze Temporterix, um in deine Zeit zu springen, wenn dort etwas zu tun ist. Das wäre also geregelt. Lass uns jetzt weiter ins alte Lenzhausen. Okay. Der Zug ins alte Lenzhausen fährt von hier ab, aber vorher müssen wir reden. Na nur, worum geht es denn? Ehrlich gesagt, müssen wir über Geld reden. Außer als für uns Joker sind 60 Jahre für Menschen eine sehr lange Zeit. Währungen ändern sich, Inflation setzt ein, der Wert des Geldes ändert sich. Es ist recht kompliziert, aber dein ewig genialer Butler hat einen Plan. Ich hatte eine gute Idee, die es dir ermöglicht, hier sorglos einzukaufen. Eine gute Idee, Whisper? Was in aller Welt hast du getan? Und das spuck es schon aus, was hast du getan? Berufsgeheimnis, gib einfach aus, so viel du willst, in beiden Zeiten. Was? Perfekt, Alter. Inflation haut rein. Fahrkarten nach Lenzhausen gibt's hier direkt. Das ist entspannt. Trotzdem drei Euro für eine Fahrt. Ich weiß halt nicht, wie groß der Abstand ist. Es wirkt halt schon. Für mich wäre das wahrscheinlich eine Fahrt bis ans andere Ende Baden-Württembergs. Ich weiß gar nicht, wie das hier wäre. Nach Lenzhausen, das ist wahrscheinlich schon so eine 20-Minuten-Fahrt. Ich weiß halt nicht, wie das nennt man Dampflok, ne? Wie schnell fährt denn so ein Ding? Ach, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht allzu schnell. So sah Lenzhausen also vor 60 Jahren aus. Ist alles so anders? Bist du sicher, dass wir in Lenzhausen sind? Lass uns noch einmal über unsere Mission sprechen, Basti. Nefendi erwähnt in seinen Notizen drei Orte. Ich glaube, es waren rund um die Uhr, der Schrein am Waldberg und die Lenzhausener Stahlwerke. Bin so gespannt auf die Joker-Watch, die Nefendi bauen wird. Stahlwerke sind da unten. Ich bin noch am überlegen, welchen Joker ich überhaupt mitnehmen soll hier im Let's Play. Es gibt schon einige Möglichkeiten, was man mitnehmen kann, aber Frage ist natürlich auch, ob die gut zu bekommen sind. Ich bin so müde, ich mag nicht mehr arbeiten. Ja, lass uns die Arbeit heute mal vergessen und ein wenig Spaß haben. Hier geht's etwas Seltsames vor sich, lass uns die Gegend untersuchen.
Ich habe diesen alten Mann schon mal irgendwo gesehen. Das Steel Snip ist der Besitzer des Memoriumladens, weißt du nicht mehr? Aber wir haben ihn in unserer Zeit getroffen, nicht in dieser. Er sucht ihn nach dem Joker, der die Arbeiterträge macht. Sucht drin. Ein Joker? Wenn der Joker seine Finger spürt, müssen wir auch etwas tun. Na, dann lass seinen Blick ins Innere werfen. Wenn du dort hineingehst, nimm diese Murmel mit. Eine Murmel? Wieso? Sie ist besonders, sie macht versteckte Dinge sichtbar. Schaust du ihn durch? Ich bin sicher, du wirst sie drin gut gebrauchen können. Danke. Okay. Ach, hier geht's rein. Oh, wieso ist hier überall Rauch? Ich kann gar nichts sehen. Ach, Hallöchen. Hey. Da ist sie, was? Sie benutzt eine Joker-Watch. Ja. Wie wär's mit der Murmel? Oh, ich kann gar nichts sehen. Ist da jemand? Wie, kannst du sie etwa nicht sehen? Das ist ein Joker direkt da drüben. Aber ich hab die Joker-Watch vielleicht kaputt ist. Und vielleicht hat Neil Snippers das gemeint. Warum benutzt nicht die Murmel, die dir Neil Snippers gegeben hat? Hm, ob das etwas nützt? Hallöchen. Wie fass mir, das ist nicht der Original-Joker, die ist von einem Fieser beseelt. Wie geht, ich kann sie sehen. Ich bin Miasmia, ich bin ein Rauchjoker. Joker vorzustellen ist meine Aufgabe, sogar beinahe meine einzige. Entschuldige, aber ich bin gerade recht beschäftigt. Du musst doch mehr Rauch erzeugen, um die Menschen zu manipulieren. Was, wovon redest du? Du bist also für das Verhalten der Bauarbeiter verantwortlich. Allerdings. Was, wir müssen Miasmia aufhalten. Ich werde euch den Rauch einhüllen. Okay. Die Maschine bewegt sich von selbst. Sehr eigenartig. Benutze die Murmel, um dem auf den Grund zu gehen. Ach du meine Güte, ihr habt mich gefunden, hä? Los geht's. Jetzt kommt so ein Scheißspiel. Das ist ein bisschen random. Oho. Och, das ist nicht mehr als mir. Auf keinen Fall. Oh, ich kam wegen all des bezaubernden Rauchs vorbei, aber jetzt wo ich hier bin, ist es gar nicht mehr so übermäßig. Du hast Vorlieben in Sachen Rauch? Aber natürlich, schlechter Rauch ist furchtbar und macht die Leute verrückt. Ja, ich werde auch verrückt, wenn jemand mein Essen anbrennen lässt. Ich gehe nach Hause. Was? Okay. Hey. Zumindest hier noch was mitgenommen. Du wirkst ein bisschen merkwürdig. Eklig. Nein, ich war es nicht. Du bist Pupsi, richtig? Nein, ich war es nicht. Nein, ich meine, das ist dein Name, oder Pupsi? Ja, das bin ich. Aber dieser Rauch ist nicht meine Schuld. Wir haben noch gar nichts über den Rauch gesagt. Wozu, ich war es nämlich nicht, damit ihr es wisst. Ich meine, wenn meine Fürze diesen Rauch verursacht hätten, würde hier niemand mehr auf den Beinen stehen. Ich könnte sogar sterben. Na dann ist es ja gut, dass ich deine Fürze war. Glaubst du mir ein Glück? Ich gehe besser nach Hause, nur um zu vermeiden, dass mich wer verdächtigt. Okay. Mir ist hier nicht. Wir sollten mal das nachher suchen. Okay, aber gut. Ich würde dann mal hier aufhören. Wir haben jetzt hier einiges freigedeckt. Damit wird Miasmia einfacher zu finden sein, aber das dann im nächsten Part. Bis dahin und ciao.